Guten Morgen. Ha, da, di, da, di, da, da. Das wird ein schöner Tag heute. Das muss ich mal vorstellen. Für mich fängt heute ein neues Leben an. Warum? Ganz einfach. Ja? Dank Herrn Menzer, der mir noch eine Chance gibt, habe ich diesmal die Möglichkeit, weil heute fängt ja so eine mehr Aufwand Entschädigungssache an, also MAE auf Deutsch, ja. Und die kann ich jetzt nun diesmal von vorne bis hinten erfolgreich gestalten, ja. Werde auch bestimmt eine vernünftige, also zumindest Herr Menzer, der ist okay, ja. Und da kriege ich eine vernünftige Beurteilung, ja. Wenn ich, also versteht mich mal richtig, ja. Kann ja immer was schief gehen, kann ja krank werden oder so, aber das denke ich mal eben nicht. Ja, krank werde ich ja nicht. Ja. Warum nicht? Weil es keine Krankheit gibt. Genauso wie ein Tod, den gibt es auch nicht. Ja. Nee, das ist Quatsch. Ja. Aber gut, okay, das ist eine andere Sache. Ich muss schon wieder an die Rocker da drüben denken. Die sind echt die Härte, ja. Was bilden die sich eigentlich ein? Wenn sie mir zum Beispiel, wenn die mir auf die Fresse hauen würden, was hätten sie denn da gewonnen? Da haben sie ja nicht gewonnen. Ja? Ja, versteht mal richtig. Da sind sie nur blamiert. Ja? Und zu Recht. Ja? Aber, ach Mensch, was laber ich denn hier wieder für eine Scheiße rum? Also Kinder, für mich fängt heute ein neues Leben an. Ja? Wieder mal. Ja, macht ja nichts, oder? Kann man sich ja aussuchen, wie oft man ein neues Leben anfängt. Ja? Und ich mache das mal öfters. Ne? Bin eben so dreist. Ja? Bin sowieso frech, wie sonst was. Ja? So. Der zoomt hier. Ja, Mensch. Ja, ich würde ja euch gerne mal noch so ein Soundplakat zeigen. Da ist es, da hinten. Oh. Und mein Drache hier. Mein schöner Drache. Da oben ist, da oben zum Beispiel, da habe ich gestern, naja, ja, da oben habe ich gestern mein Gebet, was ich immer spreche. Ja, kann ich ja mal vorlesen. Ja? Weil, ah, nee, ist zu weit weg. So, 2 Minuten 58, also ich könnte theoretisch jetzt schon los, ja, was ich gut finde, ne? Alles halt gepackt, ja, gestern schon, also ein Kittel habe ich mir eingesteckt, ich soll ja da Bücher für die Kinder reparieren, soweit ich dazu in der Lage bin, ja. Na, guck ich mal, wa? Ich meine, ich wollte ja mal Buchbinder werden. Das kann ich mich noch genau dran erinnern. Das war 1974, glaube ich, bin ich aus der Schule gekommen. Ja, das war das Jahr der Weltmeisterschaft, genau. Ja, da haben sie mich zu den Behinderten gesteckt. Anne-Dore-Lieber-Werkstätten. Ja, da konnte man 6 Monate lang, also 6 Berufe, Ritt schnuppern, also jeweils einen Monat. Das Problem war nur bei dieser Angelegenheit, erstens habe ich mich da völlig fehl am Platz gefühlt. Ja, weil ich dazu mal nicht wusste, dass mit einer 7. Klasse kann man ja auch kaum was machen. Ja. Ist eben so. Ne? Und naja, also habe ich das widerwillig mitgemacht. Das ging auch nur 3 Monate gut. Warum ging das nur 3 Monate gut? Sehr einfach. Alle meine Freunde und Bekannten und dergleichen hatten eine Lehrstelle und haben 400, 500 Mark verdient. Und ich habe 50 Mark Taschengeld bekommen. Und meine Mutter hat einen Zuschuss gekriegt für mich. So war das. Ja? Naja, das habe ich natürlich nicht lange mitgemacht. Ne? Kurz danach bin ich zu Wertheim. Ja, und leider, dazu mal wusste ich eben nicht, dass Schule was Schönes sein kann, sondern Schule war für mich der reinste Horror, ja, man muss sich mal vorstellen,
Ja, ich bin hochbegabt, Mann. Ja, haben die nicht erkannt. Bin nie gefördert worden. Ne? War scheiße. Aber gut, ist Vergangenheit. Ich habe mich selbst gefördert. Ich bin Autodidakt. Mach alles selbst. Nicht wahr? So ist es ja auch richtig. Ja? Ja, so sieht ein Deprimierter aus. Ja, das ist nicht, was die Leute mir mal einreden wollen. Also ich werde depressiv. Ich habe ADHS. Ich bin der. Ich bin die. Ich bin alle. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich bin ich. Das ist alles, Mann. Da gibt es überhaupt ja keine Rätsel. Ich bin offen wie ein Buch. Aber glauben tut's keiner. Und mir ist es mittlerweile scheiße. Ja. Glaubt da, was da wollt, ich tu das auch. Ist das geil. Juhu, das Wochenende naht. Hey, Jochen, wisst ihr, was ich bei dir geil finde? Dass du jetzt wieder im Tischtennisverein bist. Das finde ich geil, ja? Warum? Sehr einfach. Das wird in unserem Alter, da müssen wir was tun, Jochen. Das weißt du doch, ja? Also ja, du mehr als ich, weil warum? Ja, ich habe ja jetzt schon Stahlharten. Also naja, Stahlhart nicht, aber ich kann schon bauchfrei rumlaufen mit 54. Voll geil! Und alle kicken sie mir nach. Da di da da. Und ich weiß manchmal genau, was sie so denken. Ja, da müssen wir sie, die müssen sie alle voll. Naja, verraten ihr. So. Ich freue mich auf diesen Tag. Der wird bestimmt sehr gut. Jochen, nochmal zu dir zurück. Das finde ich wirklich gut, ja, mit dem Tischtennis. Ne? Ja. Ich überlege auch schon, ob ich wieder zu die Pfadfinder gehe. Ehrlich, allen Ernstes, ich glaube, der Stammburgund, den gibt es noch. Ja. Und vielleicht werde ich demnächst mich mal sachkundig machen, ob die da nicht noch einen Jugendhelfer oder irgend so was brauchen. Ich habe ja schließlich ein polizeiliches Führungszeugnis. Ja, muss ja auch mal genutzt werden. Ist das geil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Lalalala. Irgendwie ist es mal blöd hier mit dem Kicken, wa? Warte mal. Muss ich mal so machen? Wie hält das denn besser? So. Nee, ja, ich muss immer so runterkicken hier. Okay, also jetzt war wirklich ein schöner Tag, ja? Ciao!